Moin Moin, mein Name ist Andrich der Löwe und willkommen zurück zu Mafia. Und ja, Kapitel abgeschlossen auf der Flucht. Jetzt können wir mit den Don reden. Oder auch nicht. Molotow Fete. Ja, das ist doch der Don, oder? Ach, das andere ist der Adjutant oder sowas. Buchmacher oder... Wie heißt du, mein Junge? Thomas. Thomas Angelo, Sir. Frank meinte, du hättest Ärger gehabt. Ja, Sir. Mein Taxi wurde ziemlich demoliert. Morellos Schläger waren hinter ihm her, weil Tommy uns geholfen hat. Dieses Taxi. Du lebst davon? Ja, Sir. Ich fühle mich hier verantwortlich. Also gebe ich dir ein kleines Darlehen, damit du dieses Taxi reparieren kannst. Das ist sehr freundlich, Sir, aber ich möchte keine Almosen. Was willst du dann hier? Ich will die Bastarde, die mein Taxi kaputt gehauen haben. Hast du gehört, Frank? Er will meine Erlaubnis, um sich zu prügeln. Ja, hab's gehört. Okay, Tommy Angel. Morellos Gorillas treffen sich immer in seiner Bar. Pauli, du kennst sie. Sicher, Boss. Gut, dann gehst du mit, Tommy. Sie parken auf diesem Platz neben der Bar. Zerbeult ein paar Blechkisten. Schickt Morello eine Nachricht. Er kann keine ehrlichen Arbeiter in meinem Viertel angehen und ungeschoren davonkommen. Danke, Mr. Salieri. Ich enttäusche Sie nicht. Und Tommy, wenn du zurück bist, sprechen wir über deine Zukunft. Hier kennt dich sonst keiner. Also vorsichtig, okay? Klar. Oh oh. Ist der Boss schon fertig? Ich muss mal kurz einen Break machen. Der kleine Wurm bewegt sich. Bin gleich zurück, ich schneid's einfach. Haha, bin ich gut, ich kann schneiden. Kind schläft hoffentlich wieder. Taxifahrer, wir tun ihm einen Gefallen. Wird er den Boss fahren? Nee, so schnell. Mach mal ganz kurz. Die Lautstärke der Dialoge erhöhen wir nochmal um ein. Verlierst du deinen Job nicht? Ich hasse dieses Warten. Stinklangweilig. Muss ich den zuhören? Du bist noch nicht bereit fürs Abkassieren. Geh dich in der Bar um. Ich weiß nicht, was er für ein Problem mit mir hat, Pauli. Was soll ich machen, Du solltest nicht mich fragen, Carlo. Von mir bekommst du keine gute Antwort. Was denn? Notiz lesen. Don Salieri. Ich schreibe Ihnen, um meine größte Freude darüber kundzutun, dass Sie die Hochzeit meiner Tochter besuchen werden. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn Sie besondere Vorkehrungen für das Fest wünschen. Es wird ein wunderbarer Tag werden und er wird ganz besonders unvergesslich sein, wenn die ganze Welt sehen kann, dass Sie diesen Anlass Ihren Segen spenden. Ihr treuer Freund Giovanni Romano. So. Na, fündig geworden? Nee, ich... Ey, ein Problem? Ich beobachte dich. Klar, Pauli mag dich. Aber das heißt nicht, dass ich oder sonst irgendjemand dich mag. Ach, mein Headset. Ah. Hast du ein Problem? Ja, mein Headset. Darum ist der Dialog so leise gewesen. Ich hab gerade... Ah, ich finde diese Kopfhörer super. Aber der Regler spinnt so ein bisschen. Jetzt habe ich gar keinen Ton mehr. Okay. Bitten da drauf. Was gibt's denn hier zu essen? Oh! Cannelloni. Biscotti. 14, 12 Dollar? Nee. Ist doch ein bisschen arschteuer, ey.
Creamy Cake, $4. Das kann doch nicht sein. Wenn ich für ein Taxifahrt 50 Cent kriege, kann doch kein Cannelloni 15, $13 kosten, oder? Oder Cent. Das Cent. Das sind Cent. Unten. Ach, was weiß ich. Prohibition, ja. Text lesen. Die Prohibition bleibt. Herstellung und Verkauf von Alkohol bleibt illegal. In einer Rede vor versammelter Presse hat Präsident Herbert Hoover heute bekräftigt, dass das edle Experiment Prohibition bestehen bleibt. Als Reaktion auf Kritik der Demokraten hat Hoover außerdem dem Prohibitionsamt mehr Mittel zugesprochen, um Wucher und Schmuggel zu unterbinden. Gab es einen guten Film mit Tom Hardy? Den mochte ich, aber ich weiß gerade nicht, wie der Film hieß. Stand über mein Haupt. Müsste mal googeln. Tom Hardy, da gab es auch einen Film. Moonshine? War das Moonshine? Die haben dann nämlich selbst Alkohol gebrannt und dann halt verkauft. Waren jetzt aber nicht die großen Mafiosis, aber war ein guter Film. Also ich mag sowieso Tom Hardy. Ich gucke fast alles von ihm. Oder ich habe fast alles von ihm geguckt. Vielleicht wird er der nächste James Bond. Der Taxifahrer, weißt du noch? Gibt er ein paar Gerüchte. Pauli Lombardo 2. Oh, scheiße, sowas gibt's ja auch. Die Bar ist für dich leider geschlossen. Hey, warum das? Zurück. Mit Pauli oder Sam. Okay. Das heißt, wir werden bestimmt Alkohol auch mal schmuggeln, so eine Schmuggelfahrt machen. Ich glaube, das musste ich auch mal machen. Jedenfalls muss ich jetzt los. Jo. Okay, komm hier durch. Jo. Ich bring dich zuerst zu Willy. Mm. Er ist ein Großmaul, aber Frank und der Don kennen ihn schon ewig. Okay. Was macht er? Wir kommen zu ihm, wenn wir etwas Gröberes vorhaben. Er sorgt dafür, dass wir ausgerüstet sind, wenn es Probleme gibt. Und wir sind dankbar für seine Kohle. Wir müssen los, haben eine lange Fahrt nach Norden vor uns. Wenn der Don das nochmal machen will, können wir uns außerhalb der Stadt treffen. Eine schön breite Treppe. Buongiorno, Vincenzo. Ciao, Pauli. Ah, die wird singen. Wer ist das denn? Benny, das ist Tommy Angelo. Wir haben einen kleinen Auftrag. Okay, gut, gut. Hey. Braucht ihr was Langes oder Kurzes? Nein, nur was, um ein paar Autos zu verschönern. Ha, da hab ich genau das Richtige. Dynamit? Klassiker für Sie. Ma. Wenn der Schläger nicht das Richtige ist, sind hier ein paar Cocktails. Ah. Ei, ei, ei. Vorsicht damit. Nicht die Nasenhaare versengen. Schön, okay. Schön, dich zu lernen, Tom. Gib mir Bescheid, wenn Pauli dir das Leben schwer macht. Ich kümmere mich um ihn. Krieg ich auch einen Baseballschläger? Warte mal, kann ich ganz kurz durch? Komm später zu mir, falls dich die Jungs nicht verschreckt haben. Dann was ist kriegst das? Du ein Eisen. Aha. Klar kannst du dich umsehen. Okay, so Sammelkarten gibt's hier auch. Ich kann aber mir auch vorstellen, dass es die früher auch gab. Nette Dame. Kann ich Türen hinter mir schließen? Er ist in der Garage. Er ist sowas wie ein Idiot, aber er kann mit Autos umgehen. Keine Ahnung, wie dieser Schwachkopf Motoren zum Schnurren bringt, aber bei der Sache ist er ein Zauberer. Ja, es wird schwerer werden in der Zukunft. Was zur Hölle, Pauli? Du kannst dich nicht einfach so anschleichen. Tut mir
mir leid, Ralph. Ich wollte dich nur aufziehen. Du humpelst ja noch. Jetzt arbeiten zwei Krüppel hier. Boah, oh. Wir haben nichts gemeinsam. Kapiert, Ralph? Sicher, Pauli. Tommy Angelo. Freut mich. Wie gesagt, Ralphie ist nicht ganz dicht. Aber gib ihm ein geklautes Auto und er macht's zu deinem. Tom und ich haben einen Job und brauchen eine Karre. Hier, Pauli. Er ist kein Hot Rod, aber bring dich durch die Stadt. Okay, los geht's. Du fährst. Nee, was ich noch nicht wissen wollte. Auf hier, rum. Warum haben die Reifen von damals so einen weißen Rand? Schneide ich dein Bremskabel durch, Arschloch. Oh, das ist keine Hass. Keine Ahnung, warum Ralph uns diese Kiste gegeben hat. Okay, der hat das nicht. Gute Leben zeigen und du musst eine Karre fahren, die meine Mutter vor 20 Jahren gekauft hätte. So wie ich Ralph kenne, hat das ist eine Kutsche, ey. Das Auto ist in Ordnung. Mal was anderes als ein Taxi. Du musst nicht höflich sein. Das Ding ist eine Dreckschleuder. Also, war das hinten im Laster Whisky? Ach, ist ja dasselbe. Selbe Hupe. Das am helllichten Tag? Da ist eine Außenhupe, was ich meinte. Aber das war ihre erste Lieferung. Ey, und die Bullen sind nicht da so oben ist, über die Hupe ist der Rückspiegel oder was? Ja, der Seitenspiegel. Der hat nur einen Seitenspiegel. Hat mehr Freunde bei der Polizei als wir. Boah. Aber solange wir und vorne ist ein Kippfenster. Das ist ja der Hammer. Pass gut auf. Aber damals schon Ersatzreifen. Sag einfach, wenn du eine Flasche willst. Wir behalten immer was für Freunde. Ich bin kein großer Trinker. Früher habe ich mir gepanschten Gin reingeschüttet. Aber das Zeug ist gefährlich. Über uns kriegst du einen guten Stoff. Davon wirst du sicher nicht blind. Das ist sehr nett. Danke. Es ist nicht nur unser Fuseltown, sondern auch wohin wir ihn liefern. Die Frauen in diesen Läden. Beste Tische, bestes Essen, beste Bräute. Das ist das Leben. Im Moment will ich nur den Schwein den Tag versauen, die mir meinen versaut haben. Klar. Außerdem könnte all... Ah, so langsam nervt mich der Untertitel. Kann ich das doch noch deaktivieren? Spiel. Schaltung ist mir eigentlich Wumpe. Untertitel. Es gibt manchmal so Spiele bei GTA, die werden nie auf Deutsch übersetzt. Da ist ein Untertitel natürlich Gold wert. Und manchmal sind die Nebeneffekte so laut, dass du nichts von dem verstehst, was die erzählen. Aber bisher geht das ja. Das Ärger bedeuten. Ärger, sagt gerade der Kerl, der Morellos. Der kämpft. Der Motor kämpft. Du hältst mir doch den Rücken frei. Kein Problem. Falls es schief läuft, lass sie lieber nicht dein Gesicht sehen. Oder du verprügelst sie so hart, dass sie es vergessen. Habe ich den gerade zur Seite gescheucht? Oh, halt. Falls doch junge Leute zugucken werden sollten. Das da, was ihr seht. Das nennt man eine Telefonzelle. Ja, eine Telefonzelle. Da haben früher Leute gepisst oder haben sich dort ausgenüchtert oder Drogen reingezogen. Oder man hat telefoniert. Was immer nicht dabei war, war halt das Telefonbuch. Das fehlte immer. Weil es gab mal eine Zeit, da gab es keine Smartphones und da brauchte man sowas. Und auch keine Handys. Ich bin alt, ich weiß das. Darum wollte ich euch mal sagen. Ich komme aus dem Jahr 1930. Da habe ich echt gelebt. Das war meine Jugend damals. Darum wollte ich das mal so nebenbei erzählen für die jungen Zuschauer. Für die ein, zwei, die ich habe. Dann haben die schon mal eine Telefonzelle gesehen. In Deutschland waren die größtenteils gelb von der Telekom. Und in London gibt es, oder in England generell, die haben da irgendwie, das sind Markenzeichen, keine Ahnung, die roten Telefonzellen. Oder war ihr Markenzeichen. Wohl in Schottland habe ich damals auch einige gesehen, aber egal. Ich wollte es nur mal erwähnt haben.
Müssen wir die Hupe hupen. Wir sind jetzt in Morellos Revier. Okay. Verläuft da so eine Linie zwischen seinen und Salieris Straßen? Nein, das verschiebt sich immer ein bisschen. Aber generell kümmern wir uns um Little Italy und seine Jungs um North Park. Und noch ein bisschen mehr. Sieht man das hier in der Karte? Nee, ne? Schade. Es gab mal, ich bin alt, so ein GTA-Verschnitt. Das hieß aber... Ja, was doch, GTA? Wenn du im falschen Teil der Stadt bist, spürst du richtig, dass du lieber woanders sein solltest. Ja, es war ein anderes Spiel. Du spürst es lange, bevor sie an den Straßenecken auftauchen, um dich mit ihren Blicken zu töten. Auch Open World, aber du hattest mehr so Bandenkämpfe. Du hast dich einer Bande anschließen müssen. Musstest du dich dabei da einschleimen, so ein paar Arschkriecher-Missionen machen und dann, wenn du dich an der Gang angeschlossen hast, dann musstest du in der Stadt quasi die anderen Gangs besiegen. Fand ich auch cool. Das könnte man eigentlich in solchen Spielen auch einbauen, aber eher so, ja, für die Sekundärmission. Okay, wir sind fast da. Na, guck mal. Da sind doch solche Scheißfahrzeuge, wie ich habe. Aber andere Farbe. Morellos Schläger rauchen und plaudern vorne und bewachen die Karren nicht. Was für faule Hunde. Irgendein Gorilla schiebt immer Wache. Ist gewöhnlich nur ein kleines Licht. Hm. Komm schon, hier drüben. Reinschleichen und abfackeln. Sende eine Botschaft. Klar. Warum kommst du mit? Falls die Kugeln fliegen. Oh, ein Kerzenleuchter. Okay. Wir schleichen uns an. Du kannst doch leise sein, oder? Ja, genau so. Tja, er hat halt seine Leute. Da kommst du noch hin. Wenn uns niemand sieht, kann uns niemand abknallen. Kletter über das Tor und auf ihr Dach. Ich lenk den Typen ab, während du dich von hinten an ihn heranschleichst. Fürs Ablenken habe ich ein besonderes Talent. Okay, Kumpel. Hauptsache, er rückt mit der Kohle rüber. Das macht er schon. Ich finde das auch gerade mit der Gasse. Ich weiß ja, ich habe ein Doku drüber gesehen, über die Bankenkrise. Und die Leute haben ja ihre Wohnung verloren und mussten ihr Hab und Gut dann auf die Straße bringen. Die haben Zeltlager in Parks errichtet, weil die Leute keine Wohnung und kein Geld mehr dafür hatten. Waren ja alle pleite, haben ja ihre Jobs verloren. Das war damals richtig übel. Die haben dann in den Parks auch die Bäume gerodet, obwohl sie sich sollten, durften. Und ja, wegen Feuerholz, ne? War ja auch irgendwann mal Winter, ne? Ich bin der Typ, der wissen will, warum du hier rumstehst. Dino hat mich beauftragt. Dino? Sahiris Jungs wollen in der ganzen Stadt Morello 1 verpassen und Dino lässt dich auf... Genau so. Gut gemacht. Kann ich den Baseballschläger aufheben? Oh, da hat er einen Knüppel gehabt. Also weiter zu diesen Autos. Schläger hoch und schön durchziehen. Ja, warte, ich wollte den Fettsack erstmal beiseite packen. Ich werd's nicht für dich machen. Kann ich ihn halte, bla. Achso, Körper ablegen, Z. So. Komm schon, Tom. Wir haben nicht in- ah, das ist okay. Dann üben wir mal ein bisschen. Das ist ja doof. Ich mit Maustaste. Steuerung ist so ein bisschen, weiß ich nicht. Ich würde nur zu gern die Gesichter von diesen Idioten sehen. Achso, das Sturmangriff ist auf cool. Den brauche ich ja nicht, oder? So kann ich nicht einfach. Ich werd's nicht für dich machen. Warum nicht einfach linke Maustaste? Großartig. Kiste fährt niemand mehr. Ach, doch. Ey, ich wollte den anderen kaputt machen. Hey, weg von dem Wagen. Finale, Tom! Willst du unbedingt sterben? Oh, das ist echt für Konsolen ausgelegt, ne? Also,
Alter, der lebt noch? Alter, wenn du so ein paar Mal Schläge kriegst mit so einem Baseballschläger, dann bist du tot. So. Ups. Upsi schwupsi. Erledige sie mit dem Schläger. Von Molly bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Und das mit dem Schlagen, das hätten wir dann irgendwie anders machen können, aber. Woher weißt du, dass das sein Auto ist? Wenn ich dich nicht mag, dein Auto aber schon, weiß ich, wo du es abstellst. In Norfolk wurden brennende Autos und Schüsse gemeldet. Schüsse? Genau neben Morellos Laden. Ah, hier kann man sich heilen, ne? Oh, schon hat er sich was genommen. Perfekt. So haben wir es immer schon gemacht. Geradewegs durchs Tor. Wir müssen verschwinden, bevor die Bullen auftauchen. Oh, das Tor hält ja gar nichts aus. Kommt zurück, ihr Schweine. Oh, Bullen. Scheiße. Da sind Bullen. Ja, ich hab's gesehen. Was machen wir? Umweg. Wir fahren sehr schnell und werden sie dadurch los. Sprungschanze. Gut. Geht hier alles grüßen! Aber machen wir sie nicht richtig sauer. Und ich sag nur, sowas gibt's ja nicht. Ja, die Karren sind echt nicht schnell, ne? Der braucht auch ewig. Na gut, wir fahren hier bergauf. Beim anderen haben wir schon den Motor gehört, aber. Das sieht natürlich edler aus, ne? Die Karre. Alle Wagen, Verfolgung ist beendet. Suche die Luft ist rein. Zurück mit uns zum Boss. Dachte, Salieri hätte Cops auf der Gehaltsliste. Ein paar Streifenbullen schon. Aber Morello hat den Polizeichef. Mhm. Der Polizeichef ist natürlich. Also, hat sich teuerst, gut angefühlt? Was angefühlt? Den Kerl auszuschalten, dir ja. Das Auto zu klauen. Was oh, kannst du nicht aufpassen da, Mensch? Wir wollen nicht auffallen. Boah, fahren die Scheiße. Ja, schätze ich mal. Nichts geht über das erste Mal, Tom. Es gibt nichts Besseres. Ist das was für dich, dieses Leben? Was juckt dich das? Hey, ich frag doch nur. Ich stell gerne Fragen. Ich glaub nicht, dass du und Sam jeden Tag nur Autos auf Parkplätzen knackt. Nee, mal ist viel zu tun, mal weniger. Mir war kein so sanfter Start vergönnt wie dir. Du durftest nie Dinos Kumpel verprügeln und sein Auto klauen? Nee. Pass auf, wo du hinfährst! Eieieiei. Nee. Oh, der sieht noch aus wie neu. Offenweise andere Autos klauen. Und als ich von den Bullen erwischt wurde, habe ich mein Maul gehalten. Und eines Tages habe ich mich hinter der Bar mit Vincenzo plaudernd wiedergefunden. 10 Jahre später bin ich immer noch da. Aber jetzt habe ich einen Anzug und Vinny ist alt. Ich dachte immer, um in der Familie zu sein, braucht man Verbindungen. Ein Bruder oder Onkel oder... Bei manchen ist das so, klar. Ihr Cousin wurde aufgenommen oder wie Carlo, der den Don schon ewig kennt. Dadurch kriegt man anfangs gleich mehr Vertrauen geschenkt. Aber viele von uns kommen von der Straße. Ich sage, wir stellen dich dem Boss vor. Dann geben wir eine Runde aus. Ich habe noch nichts vor, also... Klar hast du nichts vor. Wir füllen Vinny sowas von ab, dass Luigi ihn durch die Tür rausrollen muss. Hier gibt's doch nicht mal Ampeln zu der Zeit. Geh doch mal rüber da. Klar bist du das. Ich warte extra auf dich. Boah, hast nichts mehr, überfahre ich dich. Ich dachte, der brennt. Das ist aber, sind einfach nur Schornsteine. Fabriken, die halt saubere Luft ausblasen. Sehr saubere Luft. Wo können wir den jetzt umlackieren? Ist das dann meiner? Mein neues Taxi? Was ist mit dem Auto passiert, das ich euch gegeben habe? Ist verbessert. Ein besseres Auto mit einem kaputten Fenster? Frische Luft hat noch nie geschadet. Blutig?
Wo ist das Öl? War doch hier ein bisschen kaputt ist es. Aber nur, warum ist es denn da ein bisschen kaputt? Ich bin noch aufgefahren mit der Stoßstange. Ja, dafür ist die Stoßstange auch damals da gewesen. Heute ist eine Zielstange, aber ja. Oh, das ist ein Hot Rod, oder? Nee, ist es nicht. Ich weiß es nicht. Da fehlt auf jeden Fall der Motor. Oder? Ist das das? Nee, es ist doch kein Motor. Da. Ich kenne mich mit Autos nicht aus. Warum ziegelt man ein Fenster zu? Wollten sich denn keine Scheiben leisten? Ah, die Äpfel. Bei einigen Spielen hat man meistens immer, dass es eine 1:1, also eine glatte Textur ist. Da ist natürlich auch ein bisschen nicht so hübsch, nicht so perfekt hübsch, aber auch nicht so einfach nur so eine flache Ebene mit einem Bild von Äpfeln. Ist okay. Und ich finde das auch nett gemacht, dass man hier nicht hoch kann, weil da halt so Halbstarke stehen. Er ist also noch immer dabei. Irgendwie, ja. Hey Boss, ist erledigt. Keine Probleme? Keine unlösbaren, Mr. Salieri. Gut, gut, setz durch. War Morello da? Nein, aber er wird ziemlich sauer sein, wenn er hört, was passiert ist. Der wird ein paar Wochen lang nicht mehr klar denken können. Tja, das ist der Unterschied zwischen mir und Morello. Ich bin Geschäftsmann. Ich mache alles hiermit. Jede Entscheidung, die ich treffe, ist gut für das Geschäft und meine Jungs. Aber Morello, ein Hitzkopf. Und der ganze Zorn schmort das Gehirn. Wenn er wütend wird, wird er dumm. Darüber braucht man sich bei Tommy keine Sorgen zu machen. Der war die ganze Zeit klug, Boss. Das höre ich gerne. Mein Geschäft wächst. Einen Kerl wie dich könnten wir hier in der Bar brauchen. Du könntest Besorgung machen und achten, dass Rechnungen bezahlt werden. Wie wäre das? Oh, es wäre eine Ehre, Sir. Gut. Gut. Also, Pauli und Sam haben schon für dich gebürgt. Aber du musst noch ein paar Regeln begreifen, also hör zu, hör gut zu. Erstens, kein Gefluche in meinem Haus. Oh. Es gibt da draußen Millionen Wörter. Männer, die sich auf Scheiß drauf und verdammte Scheiße beschränken, sind ignorant oder faul. Zweitens, wir verkaufen keine harten Sachen. Ich will keine Junkies in meinem Viertel haben. Morello kann seine eigenen Leute vergiften, wenn er das möchte. Und ich will keinen Ärger mit den Cops. Wir haben nur ein paar in der Tasche. Und wenn du zu weit gehst, hast du den Rest im Nacken. Verstanden? Ja, Mr. Salieri. Dann bitte ich dich nur noch um eines, Tommy. Pauli und Sam arbeiten hier nicht, weil sie so stark sind. Da draußen gibt es größere und härtere Kerle. Und Frank hier bezahle ich nicht, weil er so schlau ist. Obwohl Zahlen wirklich sein Ding sind. Ja, doch, Buchhalter, wusste ich. Alle Jungs hier. Ach, die Brille. In diesem Raum. Haben das, was mir am allerwichtigsten überhaupt ist. Das Einzige, was uns allen wichtig sein sollte. Weißt du, was das ist? Respekt. Vertrauen. Liebe. Sie sind loyal. Ah. Ganz genau. Knapp daneben. Bist du mir gegenüber loyal, lebst du auf großem Fuß, Tom. Aber missbrauchst du mein Vertrauen? Don Salieri, wegen mir müssen Sie sich nie Sorgen machen. Ich werde jetzt schon misstrauisch. Willkommen in der Familie. Ah, willkommen in der Familie. Ah, dieses Küsse könnte ich nicht haben. Jetzt habe ich Hunger. Luigi, essen wir. Ah, Cannelloni. Ich habe Bock auf Cannelloni. Unser Barkeeper Luigi kann nicht gut kochen. Aber seine Tochter Sarah, bellissima. Ist aber schnell reingekommen.
Ich könnte mir vorstellen, dass man generell, um in die Mafia reinzukommen, auch damals ein paar Jahre brauchte, um sich zu beweisen. Normaler Die Tagesablauf. ersten Tage in Salieris Bar lief nicht viel. Kisten schleppen, Nachrichten überbringen. Die Jungs erzählten Geschichten aus der Heimat. Meist warteten wir einfach. Ich dachte schon, das Leben in Salieris Truppe wäre ziemlich ungefährlich. Gib auf! Ich Was hab dich wusste ich schon? besiegt! Bist du Tommy? Los! Du Ja. hast noch was auf Lager! Der Boss wartet Schmeiß auf ihm dich. rein! Danke. Na, wollen wir jetzt mal gucken, ob wir eine Karte finden? Ganz ehrlich, ich habe darauf keinen Bock. Oh, jetzt könnte man hoch. Auch wieder das Bild mit den drei Pferden. Ein Baseballschläger. Kann man schon mal gebrauchen. Das Bild wiederholt sich auch. Und Kuba haben wir auch schon gesehen. Sowas finde ich immer schade, dass wenn sich dass man sich da keine Mühe gibt. Es ist aber jetzt nicht nur bei dem Spiel so, es ist bei vielen Spielen so, dass sie einfach gefühlt nur 10 Bilder haben, die an den Wänden hängen und die sich halt dauernd wiederholen. Bei Werbeplakaten ist es ja nicht so schlimm. Ist halt Werbung, aber hier haben wir schon wieder das Bild mit den Pferden, also das finde ich ein bisschen schade. Hätte es auch weglassen können. Es ist Zahltag, Jungs. Tommy, du fährst. Pauli und Sam kümmern sich um den Rest. Alles Routine. Nur ein paar Stops heute. Das Motel hat letzten Monat zu wenig abgedrückt. Stellt sicher, dass sie ihre Zinsen zahlen. Dein Problem war's. Vergreift euch an niemandem, wenn es auch anders geht. Unsere Kunden müssen verstehen, dass unsere Dienste wertvoll sind. Sie müssen in euch, den heiligen Michael, sehen. Und glauben, dass ihr sie beschützt. Morello kann ruhig Beine brechen. Wir sind so gut dafür. Aber die Rechnung muss trotzdem jeder zahlen. Wir kriegen das hin. Hol dir bei Ralph hier ein Auto. Okay, Boss. Okay. Wie richtet aus, dass er was für dich hat, Tom? Geh zuerst zu ihm. Zu wem? Wahrscheinlich nur ein Märchen über einen Kerl, den er vor 20 Jahren erledigt hat. Sprich mit Vincenzo. Ach, so einen italienischen Dialekt hätte ich auch gerne, wenn ich mal so sprechen könnte. Vincenzo. Nein, ich kann's nicht. Ah, er macht die Tür automatisch zu. Hi. Das hier. Dachte gleich an dich. Eine Machete? Och, ein Pimmelrevolver. Gibt's nichts Größeres? Schon mal geschossen? Auf dem Jahrmarkt am Schießstand. Verstehe. Das zählt nicht. Visier das Ziel da drüben an. Welches? Gute Haltung. Richtig fies. Jetzt klick, klick, klick. Peng. Gehirn an der Wand. Okay. Jetzt das Nachladen. Klingt gut. Okay. Trommel öffnen und los geht's. Gut. Eins noch. Versteck sie. Steck sie in den Gürtel. Fertig. Wenn die Schießerei losgeht, geh in Deckung und scheiß dich nicht ein. Danke, Vincenzo. Weiß ich zu schätzen. Hey, für Frank und den Boss bin ich Vincenzo. Für dich, Vinny. Das Ding sieht da echt kreativ aus. Trommelgeschoss? Ist das eine Tommy Gun? Mit dem Wenn Griff, du dich ja. Wenn du verteidigen musst und mehr Blei oder Knarren brauchst, komm zu Onkel Vin. Tommy Gun in so eine Violinkiste. Ja, ich weiß, wo du bist. Lass mich mal gucken. Auf jeden Fall sind da Kisten von der Armee. Ah, alles den Bach runtergegangen. Und hier wird wohl demnächst eine Remington bisschen kurz gesägt. Aber viel Waffen hat er nicht hier, ne? Schick dich also zum Abkassieren. Ja. Leuten Angst machen. Ja.
Zu jeder Tages- und Nachtzeit weiß er, wie viel uns die ganze verdammte Stadt schuldet. Ja, ist doch richtig. Einer muss da Buch führen. So, Auto. Ich soll vorsichtig sein, ich habe mit Biff gesprochen. Morello ist immer noch wegen der Autos wütend. Okay. Ach, was kümmern ihn schon Autos? Er hat doch mindestens 5 volle Garagen. Oh, hier ist wieder ein Zettelchen. Ein Jahr. Science Crash. Ach ja, doch, ein Jahr nach dem Crash. Die schlimmste Panik in Friedenszeiten an der Wall Street ereignete sich heute vor einem Jahr. Und die weitreichende wirtschaftliche Depression herrscht weiterhin an. Die Arbeitslosigkeit hat diesen Monat 8% erreicht. Aber angesichts der schließenden Geschäfte, Banken und zwangsvollstreckenden Farmen warnen Ökonomen, dass sich diese Zahl in den kommenden Jahren verdoppelt, sogar verdreifachen könnte. Sonderseiten mit Bildern aus alten Staaten. Kann man scrollen? Nee, ne? Das ist ein Originalzeitungsausschnitt. Das Bild scheint ja echt zu sein. Das könnte man ja machen. Mal gut, Lost Heaven müsste man selber machen. 2 Cent. Das habe ich gesucht. 2 Cent. Mhm. Ja, gute Zeitungen haben immer schon viel Geld gekostet. Gucken wir mal ein bisschen weiter. Ah, verdammt. Weißt du, wie du in so einen reinkommst, Tommy? Mit dem Ellbogen. Reingreifen. Simpel. Und ich muss dann das Fenster wieder reparieren. Sieh zu. Und? Du bist ein richtiger Magier, Ralphie. Jetzt sind das auch, oder? Komm schon, Tommy. Zeig mir, was du drauf hast. Ja, gleich. Will mal ganz kurz so ein bisschen rumgucken. Bitte, Tommy, los! Ja, ich mach's ja gleich. Lass mich noch ein bisschen rumgucken. Oh, das spielt mit sich alleine. Oh. Ich und Mama. Der hat keine Freunde, der Typ. Ja, aber ich habe schon gesagt, warum haben denn diese Autoreifen von früher so einen weißen Rand? Wisst ihr es? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin zu faul zum Googlen. Ich habe jetzt aber keine Karte gesehen oder so. Ich mag sowas nicht, aber man kann ja mal kurz gucken. Na gut. Dann müssen wir jetzt... Oh, da ist noch was. Super Science Stories. Okay, du bist drin. Geschafft. Cool. Hättest du nicht mal umlackieren können? Zuerst zu Al. Ihm gehört die Bäckerei in der Longman Street. Was? Kennst du sie? Ja, kenn ich. Ist Al wieder im Verzug? Scheint so. Puh, schade. Strike against. Ui, was ist das denn dann für ein Fahrzeug? Oh. Ich hasse das. Er hat jetzt gebremst, weil dieser scheiß Fußgänger in die Straßenbahn möchte. Oder die anderen Leute aussteigen. So eine Scheiße. Trotzdem hat man sich da heutzutage von verabschiedet. Geh rüber, du Schachtel! Mann!
Ah, vielleicht sollten wir die Begrenzung mal anmachen. Wir wollen ja nicht unbedingt auffallen. Krankenwagen? Ob es hier auch andere Jahreszeiten gibt? Im Winter sieht es bestimmt sehr trostlos aus. Okay, da wären wir. Oder Regen. Sieh uns heute genau zu, Tom. Jawohl. Wenn alles glatt läuft, ist es ein Kinderspiel, aber wenn nicht, muss man manchmal improvisieren. Klar. Mach's mir einfach nach. Okay. Ich mach dich nach. Ich gehe hinter dir. Kann ich langsam gehen? Ich gehe langsam. Oder auch nicht. Ja, in die Tür vom Kopf. Polly, wie geht's? Gut, danke. Und klein Julia? Oh, Torten. Nicht mehr so klein. Sie wird mir richtige Nerven sehen. Oh, lecker. Großmutter. Gut zu hören. Wirklich gut. Ich will was. Hast du hier irgendwelche Probleme? Machen Penner Ärger? Nein, nein, nichts in der Art. Oh, ich nehme einfach seinen Zettel und lese ihn. Irgendwas von der Bank. Sehr geehrter Mr. Bertorelli, mit diesem Brief weise ich Sie darauf hin, dass Sie sich mit den Zahlungen für Ihren vereinbarten Kredit im Rückstand befinden. Dieser Betrag ist seit dem 15. Juli 1930 fällig. Sie haben bisherige Zahlungsaufforderungen ignoriert. Sollte ich den vollständigen Betrag nicht innerhalb 2 Wochen erhalten, bleibt mir keine Wahl, als dass diese Bank als diese Bank anzuweisen, den Zwangsvollstreckungsvorgang für Ihr Haus und Geschäft einzuleiten. Handeln Sie bitte dementsprechend. Christopher Marcino, Direktor Grand Imperial Bank. Gut, oh, nett. Hast du also das Geld? Ich hab's im Hinterzimmer. Ich werde... Tommy Holz, du bleibst, wo ich dich sehe. Ich hatte einen schwachen Monat, Sam. Hab mir Sorgen gemacht, ich hätte nicht genug. Al, ich weiß, du würdest uns nie hinhalten. Aber mach dir ruhig Sorgen. Armer Kerl. Wie sollen wir dich und die kleine Julia ohne Geld beschützen? Sie ist hinten im Laden, Tom. Sam Trappini. Bei Red Dead Redemption gab es auch eine schöne Nebenquest mit den Zigarettenbildern. Und zwar gab es ja früher wirklich Bilder in Zigarettenschachteln. Und bei dem Spiel war das halt so, dass dann jemand auf der Bank saß und dann so 5 Schachteln weggeraucht hat. Man sah überall nur Kippen und ja, da hat er wirklich alles versucht wegzurauchen oder halt an diese Karten zu kommen. So ein Schwachsinn eigentlich, aber fand ich sehr nett. Wo ist das Geld? Infami, fetusi, voi ci succhiate il sangue. Es ist doch ein brauner Umschlag. Okay, sag das doch gleich. Via di qui. Lasciateci in pace. Ja, die scheint nicht glücklich zu sein. Ich hab's. Wir sehen uns nächsten Monat, Al. Gib Bescheid, wenn du was brauchst. Der wird nächsten Monat nicht mehr da sein. Mach ich. Bestimmt. Und grüß deine Mutter von mir. Ja? Alter, ein riesiger Bäcker eigentlich, ne? Wie viel Baguettes der hier hat und so, was das oder was das sein soll hier. Richtig groß, daraus kannst du ja 2 Bäcker machen. Okay, als nächstes fahren wir zu Eugene, Porzellanladen auf der Talung. Ist er nicht tot? Fast. Hab gehört, sein Neffe hat übernommen. Der freut sich. Der Typ, dem der nächste Laden gehört hat, Tom, der heißt nicht Eugene. Das ist ein Chinese. Aber er klingt wie Eugene, also haben wir ihn so genannt. Pauli hat seinen Schädel auf die Theke geknallt. 1927, glaube ich. Ja, war zum Schreien. Danach gab's nie wieder Probleme. Wenn du genau hinsiehst, siehst du noch das Blut. Der arme Kerl hat es nicht weggekriegt. Boah. Wenn wir unsere Runden drehen,
bauen wir keine Unfälle. Ja. Haben wir uns so angewöhnt. Ich werde mich dran halten. Tut mir leid. Aber die fahren alle so scheiße. Ja, hier auch. Ich hab Vorfahrt. Rechts vor links, Motherfucker. Ah, Chinatown. Sind wir schon mal vorbeigefahren. Oh, Straßenbahnhaltestelle. Diese Straßenbahnhaltestellen, die kotzen mich an. Ist ein Bulle? Fahr doch mal weiter da! Boah, da wartet, ob es der letzte Idiot eingestiegen ist. Mann. Muss ich da... Du biegst jetzt nicht ab. Schick. Mit den Toren hier. Also ich würde hier nicht wohnen wollen, aber... Wir sind da. Ich kümmere mich drum, Sam. Bist du sicher? Ich bin sicher. Okay, wir sollen warten. Er kümmert sich allein um den Laden? Ah, wenn Polly geladen ist, muss er allein etwas Dampf ablassen. Oh, oh. Man muss ihn einfach machen lassen. So ist er eben. Manchmal hört man es in seiner Stimme. Dann muss er den einsamen Wolf das geben. Aber Polizei ist hier. Glücklich. Komm, fahr ja, weiter. Eugenes Neffe hat gerade nicht viel Spaß. Dann gibt es kein Halten für Pauli. Wir haben mal einen Schneider in Holbrook in die Mangel genommen. Der sitzt jetzt im Rollstuhl. Oh. Warte auf Pauli. Restlicher Zeit. Oh. Da kommt er. Er arbeitet schnell. Fahr, bevor die Bullen kommen. Wir fahren zu Bill ins Motel. Wir haben das Geld von Eugenes Neffen nächste Woche. Plus Bonus. Geht es ihm gut? Ups. Es geht ihm gut. Und die Ladentheke? Ja, hat ein bisschen Sauerei abbekommen. Viel Sauerei? Ja, kriegt er schon weg. Sobald er wieder stehen kann. Ups. Wir warten und ich warte nicht gerne. Ups. Wollte hupen? Bist du wieder mit uns los, Tom? Dann ja. Gibt's noch mehr Geschichten über chinesische Neffen, die ihr eigenes Blut von Ladentheken schrubben. Ja, sieht nicht so kompliziert aus. Nicht kompliziert? Wie meinst du nicht kompliziert? Weiß nicht. Scheint euch Kerlen zu liegen. Könnte mir also auch liegen. Also könnte das jeder machen. Pauli und ich machen das hier schon seit Jahren. Dann kommst du und denkst, du weißt schon alles? Das meine ich nicht, Sam. Ich... Das ist dein erster Tag, Kumpel. Du weißt noch nicht, was wir machen oder wie wir es machen. Sam, vielleicht solltest du... Nein, Pauli. Dieser Penner glaubt, er kann den großen Mann markieren? Typen wie ihn mache ich fertig. Ich glaube, du solltest dich entschuldigen, Tom. Entschuldigen, hä? Würde ich ja, wenn du dein beschissenes Grinsen besser verstecken könntest. Du hast ihn gekriegt, Sam. Du hast ihn. Ich konnte deine volle Hose von Weitem riechen. Nee, konntest du nicht. Bei Little Tonys erster Runde mit uns habe ich ihn klein gekriegt, bevor er mich durchschauen konnte. Ja, du hast dich besser geschlagen. Gott, ich hasse es hier draußen. Du hast es doch überall.
Ja, aber hier, das ist schlimmer. Warum ist so ein abgelegener Laden auf unserer Liste? Hier draußen ist der sicherste Ort für Geschäfte. Kartenspiele, für fast alles, was wir machen. Wir erwarten heute einen Haufen Kohle. Der Kerl schuldet uns viel. Wenn er es nicht hat, wird der Boss sauer. Ja, der Laden verdient gut. Oft scheffeln die Läden die meiste Kohle, von denen die meisten Leute das gar nicht erwarten. Das Motel hat seit kurzem eine neue Einnahmequelle. Letzter Stop vor Lost Heaven für Rum aus Kuba. Die fahren damit so weit? Natürlich. Und deshalb können wir so viel Geld dafür nehmen. Bills Motel ist zum Umschlagplatz für das Zeug geworden. Salieri bewacht es, aber er lässt es auch die anderen Familien benutzen. Sogar Morello? Des Friedens willen? Klar. Und es ist so weit draußen, dass es niemanden juckt. Solange alle ihren Schnitt machen, rüttelt niemand daran. Oh, ist doch nett. Irgendjemand den Anblick der Straßen und Gehsteige? Bist wohl kein großer Naturbursche, Pauli. Der mag gar nichts. Drinnen, draußen, in der Stadt, außerhalb der Stadt. Ich hasse es hier. Als würden wir auf einem Feld Fusel handeln oder sowas. Man steckt immer knietief in der Scheiße. Und meistens. Oh, jetzt kriegen wir Geschwindigkeit drauf. 60. Gut, dass wir dich jetzt haben, Tom. Komm mal noch schneller. Oh! Zu euren Diensten. Scheiß Gegenverkehr. Ey, du Sack mit deinem Scheißheu. Ich spiele nebenbei immer noch so ein bisschen Wreckfest. Und da erwarte ich nicht immer mit, wenn ich fahre, auf Gegenverkehr. Und wenn da Gegenverkehr kommt, dann ramme ich den. Das ist halt so ein Auto-Rennspiel, Demolition Derby oder sowas. Man hat Autos und man fährt sie kaputt. Da gibt es auch Rennen, aber dann kann man halt mal auch ein bisschen rammen. Nicht so wie bei Formel 1, wenn du da einmal jemanden rammst, dann ist dein Wagen kaputt. Da kannst du ein bisschen mehr rammen, bis dein Wagen wirklich kaputt ist. Klar, die gehen nicht so schnell kaputt wie die Ferraris. Du fährst so 70er-Jahre-Kisten oder Jeeps. Es gibt aber auch abgefahrene Rennen mit Rasenmähern, Treckern und so eine Scheiße. Eigentlich cool. Warte hier auf uns, Tom. Jo. Wir sind gleich zurück. Okay. Ja, klar. An der Zapfsäule rauchen. Ah. Der macht's trotzdem. Ja, Tom! Oh! Tommy, ich hab was. Oh mein Gott, Polly! Sag Salieri, der Laden gehört ab sofort uns. Capisch? Komm bloß nicht zurück. Sonst geht's dir noch schlechter als deinen Freunden. Wo ist der andere? Sie wollen Informationen aus ihm rausprügeln. Du brauchst einen Arzt. Das kann warten. Hol Sam da raus. Okay. Okay, warte hier. Scheiße. Ich habe jetzt leider keine Waffe. Gibt's hier eine Kettensäge? Ach. Um die Geschichte geht's noch. Wochenlang nichts los. Läuft das so bei euch, Morello-Pennern? Ihr verpfeift euch einfach nicht. Eine verdammte halbe Portion. Munition? Nicht ein Revolver? Warte, Mausrad war das, ne? Hat's wohl vergessen.
der Dicke meint, wir sollen nach Leuten Ausschau halten, die wir nicht kennen. Kann ich dich auch durchsuchen? Schlaf gut, Baby. So. Einer schon mal weniger. Ah, verdammt, die falsche Taste. Alter, da lebt er noch. Mitten in die Fresse rein. Nachladen. Gab's nicht Munition? Ah, ist unten. Okay, jetzt wissen sie sowieso, dass ich da bin. Oh ja, oh ja. Jetzt räumen wir auf. Okay, hier ist niemand. Ich knall sie alle ab. Wir haben meine Freunde angeschossen. Was bedeutet dieser Fuchssymbol? Ah, es gibt doch solche Sachen. Bin ich kein Fan von, aber... Wenn es auf dem Weg liegt, sammel dich sowas immer mit. Roberto Gilotti. Keine Ahnung, wer es ist. Ich habe jetzt auch keine Lust, das zu lesen. Ah, falsche Taste. Was willst du? Ich habe eine Schrot, ich bin unbesiegbar.
Hier muss noch einer sein. Ach so, hinter der Tür. Vielleicht sollten wir jetzt was Sauberes nehmen. Okay, das war's nicht. Hä? Okay, Tür ist zu, ja. Scheiße. Vielleicht kommen wir von außen noch ran. Scheiße. Bist du denn den Typ, den ich... Nee. Gut, der steht auch nicht mehr auf. Komme ich da hin? Warum drücke ich immer auf Tab, ey? Ah, jetzt kann ich irgendwie, okay. Man muss wohl alle töten. Sam. Oh, die haben dich wirklich in die Mangel genommen. Komm schon, du schaffst das. Jetzt gibt's auf jeden Fall Krieg. Du bist ein Seehund. Ui. Oh, Scheiße. Wer hat das Geld, Tom? Ja, ich renne hinterher. Er ist ja fett und hat viel Geld. Kann nicht so weit laufen, oder? Scheiße. Okay, drin. Dann hol das Geld. Hoffentlich überfahre ich dich nicht. Okay. Kann ich schießen oder so? Ah, geht. Und dann noch unendlich, ja? Der Wagen, der vorstört, oder? Ups, der. Kann ich diese Visiergeschichte ändern? Alles Gegner, ha? Scheiße. Gleich tot. Nein. Ich hoffe, die haben einen Safe Point gewählt, der fair ist. Ja, haben sie. Er ist okay. Drin. Dann hol das Geld. Waffe können wir nicht wechseln, ne?
Man sieht gar nicht, wie er schießt, oder? Doch. Ah, ich kann nicht gucken. Scheiße. Na, ich glaube, die Mission verkacke ich hier gleich nochmal. Oh, das gibt's doch nicht. Ist echt fies. Einmal noch. Verdammt. Wer hat da diesen Baumstamm hingelegt? Wo ist Sam? Er ist okay. Drin. Dann hol das Geld! So, wenn man so ein bisschen länger wartet, dann zielt er, ja. Und wenn man nicht scheiße fährt. Aber die erwischen mich auch immer ganz gut. Gott sei Dank. Endlich diese Arschlöcher losgeworden. Oh. Mit dem letzten Schuss haben wir mal das Auto ein bisschen getroffen. Nein! Gott verdammt, nein! Kein Airbag, Genickbrocher. Na gut, einmal noch. Einmal noch. Ah, die Folge geht schon wieder viel zu lang. Tut mir leid. Ah. Einmal noch. Und dann breche ich ab. Dann war's für die Aufnahme. Komm, jetzt schaffen wir's aber. Lauf. Er ist okay. Drin. Los, Tommy. Ja. Ich hol doch das Geld. Ja, also es scheint besser zu funktionieren mit dem Ziel, ne? Jetzt sind wir außer Reichweite. Aber wir kriegen ja gleich einen. Nein, 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 oh, Alter. Oh, kein Scheiß. Und ja, man hätte alles auf leicht stellen können, aber macht's keinen Spaß. Oh, der schlittert ja. Oh, wir kommen ran, wir kommen ran, wir kommen ran. Oh nein, 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 nicht du schon wieder. Geh weg. Gegenverkehr. Oh, Fahrer erwischt.
Oh nein! Wir können noch, da haben wir noch Chance. Abkürzen. Nein! Das ist das Gebüsch des Grauens! Das war's. Also ihr wisst, wo es nächstes Mal weitergeht. Ja. So viel dazu. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.